Warum wir vollkommen perfekt und makellos sind. Das Wunder dieser Existenz als Mensch. Ich habe das Audio gemacht, dass Menschen unvollkommen sind, fehlerhaft, leidvoll, dem Leid ausgeliefert und Leid produzieren. Und hier das praktisch Gegenaudio dazu, wie es so ist im dualistischen Leben, in der Betrachtungsweise, die uns ja immer wieder nur übrig bleibt, weil die Dinge einfach aus unserer menschlichen Perspektive oft dual erscheinen. Das heißt also durchaus widersprüchlich und durchaus auch so etwas wie polar, wie Plus und Minus im Extremfall. Warum wir als Menschen vollkommen perfekt und damit makellos sind. Das Wunder dieser Existenz, ohne dass das jetzt eine narzisstische Nabelschau des Menschlichen werden soll. Denk mal am Anfang nur kurz daran, ein Mensch wird geboren. Auch wenn du noch nicht persönlich erlebt hast, wie ein Mensch geboren wird, sondern das nur in einem Film gesehen hast oder vielleicht mal im Zoo mitbekommen hast oder wie ich das erlebt habe im Schwarzwald im Kuhstall, dann wirst du in der Regel davon sehr berührt sein. Das heißt, es fließen in der Regel Tränen. Nur Menschen, die vollkommen abgehärtet sind und unempfindsam und sich davon abwenden und sagen, das ertrage ich nicht, das geht ja nicht, das ist ja etwas ganz, ja wie auch immer, die werden sich das nicht angucken und davon nicht berührt. Sondern es ist die Berührung an sich. Ein Wesen wird geboren, ein Mensch wird geboren. Unser Sohn erlebt gerade im Kindergarten, in diesem wunderbaren Kindergarten, wie Küken in einem, wie Eier ausgebrütet wurden an der Brutmaschine und wie dann die Küken sich aus diesen Eiern herauspicken und tatsächlich ganz lebendige, gelbe und dunkle Wesen sind und herumspringen und in diesem wundervollen Käfig drin sind. Ein Wesen wird geboren, ein Mensch wird geboren und das ist das Berührende und Vollkommene an sich. Das ist das für uns in der Regel als Menschen das Wunder an sich. Wir schenken Leben, Leben wird geschenkt, Leben vollzieht sich eben als Wunder, auch wenn wir es medizinisch betrachten können, natürlich begleiten, ist es etwas Wundervolles als Akt. Und das Wundervolle, das ist das, was uns überwältigt, wo wir vollkommen berührt sind, wo wir drin fließen und tränenhaft glücklich sind in diesem Akt, auch wenn der Geburtsakt dann durchaus auch etwas sehr, sehr Leidvolles ist gleichzeitig. Im Geburtsakt ist überhaupt beides sehr schön enthalten, gleichzeitig. Ein wirklich freudiges Ereignis, das aber auch nicht so ohne ist, sondern durchaus leidvoll ist. Und das ist der Grund, warum es eben auch die Medizin gibt, die das begleitet. Aber jeder kann wahrscheinlich damit etwas anfangen. Ein Mensch wird geboren und das ist wundersam an sich. Das ist absolut berührend und man kann es nur wirklich jedem Menschen wünschen, so etwas wirklich auch selbst als Mutter, als Vater erlebt zu haben und zu erleben. Dann natürlich, warum wir vollkommen perfekt und makellos sind. Ich betone auch makellos. Ohne Tadel, die makellose Lupe, die nicht unrein ist, ist, dass wir natürlich immer wieder Liebe entdecken. Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu den Dingen an sich, die uns umgeben, Liebe zur Natur, Liebe zu uns selbst hoffentlich auch. Also immer wieder dieses unerschöpfliche Potenzial von Liebe entdecken und entwickeln und empfinden. Und das als Vollkommenheit erfahren, als Ineinanderfließen, als Zusammensein. Also eine Entfaltung, die nicht endet, die stets da ist, die ein ganzes Leben lang die einbettende Rolle spielt in unserem Dasein. In dem Zusammenhang natürlich das Zusammensein. Immer wieder wollen wir auch zusammen sein, auch wenn wir allein sind. Auch dann sind wir zusammen in dem Alleinsein, weil wir dann meditieren, weil wir dann betrachten, weil unsere Gedanken in die Welt fliegen und in uns sind und wir hier in der Stille eingebettet sind oder in der Natur oder in der Umgebung, wie auch immer sie aussieht, ist ein Zusammensein, ein großes Zusammensein, dessen man sich immer wieder bewusst werden kann und bewusst werden darf. Das Zusammensein,
das makellos und perfekt ist, das Streben zueinander aller Dinge, das Gewollte, Gemeinsame, das immer wieder existiert. Natürlich sind wir auch deswegen makellos und vollkommen, weil wir ein Abbild des Großen, des Möglichen, des Universalen, des Göttlichen sind. Und wir als Einheiten, als Entitäten, als Menschen, Mann und Frau in der Welt existieren wegen diesem Großen oder diesem Großen, dem Weiteren, das hinter uns steht, steckt oder in uns ist, uns durchdringt. Und wir sind ein Abbild dessen und einfach deswegen sind wir auch schon makellos oder vollkommen perfekt in uns, so gewollt, als dieses Individuum und diese Einmaligkeit in der Schöpfung auf dieser Welt. Jeder von uns kennt das Gefühl immer wieder hoffentlich, dass alles stimmt, alles stimmig ist. Wie oft haben wir diesen Eindruck, Gott, ist das schön jetzt, gerade buchstäblich vom Ausdruck her. Alles ist stimmig, es passt zusammen. Diese Kohärenz, neurobiologisch ausgedrückt, die uns ja so berührt. Die Stimmigkeit eines Zustandes. Und da können wir einiges dazu beitragen, um das auch weiter zu ermöglichen immer wieder. Also zum Beispiel Kontemplation, Meditation zu haben, Rückzug zu haben, Stimmigkeiten entstehen zu lassen, unser Verhalten so zu regulieren, dass eine Stimmigkeit immer wieder auch entstehen kann. Und damit leben wir in einem Gnade- und Gütigkeitszustand. Gütigkeit, die wir selber empfangen von den anderen und von etwas anderem, als auch der Gnadenzustand. Den Begriff finde ich sehr interessant, persönlich sehr interessant, weil Gnade heißt, das ist ein Zustand einfach auch, für den wir dankbar sein können, dem wir sind. Da ist jemand oder etwas gnadenvoll zu uns und hoffentlich haben wir auch Gnade gegenüber anderen Menschen und Wesen und überhaupt auch der Umwelt, in der wir uns bewegen, der Mitwelt, das Gnadenvolle. Sich dessen bewusst zu werden, geht immer wieder in die Richtung der Vollkommenheit und der Makellosigkeit und dem Wunder dieser Existenz. Und damit ist natürlich alles in uns und wir sind mit allem. Das ist wichtig, auch das wieder zu begreifen, dass wir als Menschen durchdrungen sind von allem in uns. Und natürlich immer wieder das Gute, das wir können. Wir können viel Gutes, wir bewirken viel Gutes, viel Mögliches in der Art. Und leider haben wir dann die Eigenart an uns, dass wir von dem Gut noch mehr machen wollen, noch mehr bauen und Konzepte fördern und Schemata fördern, warum es gut ist, nur deswegen gut ist. Und dann wird es wieder schlecht. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass das natürlich ein Problem ist. Aber das Gute ist stets auch vorhanden und das bewirken wir. Und dass wir überhaupt auch, das hat ja mit dem Begriff der Gnade zu tun, so leben dürfen, wie wir sind, ist überhaupt auch ein Dankbarkeitsphänomen, wo man sich immer wieder hoffentlich in jedem, wenn es geht, in jedem beliebigen Moment seines Lebens darauf einstellen kann und einfach dankbar dafür ist, dass wir so leben dürfen, wie wir leben, trotz allem Unperfekten und Nichtstimmigen. Dass überhaupt alles funktioniert und dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Herz so lange schlägt, ein ganzes Leben lang und vorhanden ist und funktioniert und alles sich ordnet und immer wieder so da ist und tatsächlich so ist. Natürlich das große Mitgefühl, das wir immer wieder begreifen können, das wir empfinden können, das Mitgefühl mit allem, als makelloser Zustand, die Verbundenheit, das Einfühlungsvermögen, auch das Mitleid, egal, die Mitfreude, all diese Möglichkeiten, die Güte, die wir empfangen und geben, die Gütigkeit, ohne Gutmensch zu sein, der vielleicht dann Probleme schafft, das Gütige an sich, immer wieder Gütigkeit zu haben, also verzeihen zu können und nachlassen zu können, sich zurücknehmen, dem anderen annehmen und trotzdem lieben. Und ich sagte schon den Begriff Dankbarkeit. Und überhaupt dann, wenn wir schon
am Ende sind dieses Audios die Demut vor dem Schöpferischen. Sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden und sich das klar zu machen und so einen Anstoß zu bekommen, wie jetzt vielleicht für einige hier so ein Stück in diesem Audio, warum wir vollkommen perfekt und makellos sind, das Wunder dieser Existenz, die Demut vor dem Schöpferischen, dass er an sich perfekt ist und makellos ist. Und alles ist in Ordnung und alles ist in diesem vollkommenen, wundersamen Zustand.